Okay, das hier musst du gesehen haben. Wissenschaftler sind verblüfft. Astronauten sind Astronomen sind entzückt. Eine Sensation. Dieser Stern explodiert gleich. Zum allerersten Mal ist es Astronomen gelungen, das helle Aufleuchten eines explodierenden Sterns aufzunehmen. Die sogenannte Supernova wurde vom Weltraumteleskop Kepler festgehalten. Wir sehen also jetzt richtig echte Bilder. Richtig echtes Filmmaterial von einem Stern, der explodiert. Schau dir das an. Die Bilder sind der Beweis. Zum allerersten Mal haben Astronomen das helle Aufleuchten von einem explodierenden Stern aufnehmen. Diese So. Bilder nochmal. Die Bilder sind der Beweis. Zum allerersten Mal Diese haben Bilder sind Astronomen. der Beweis. Also das hier zeigt einen richtig echten, richtigen Stern. Der sieht so aus. Und was wir jetzt hier sehen, das ist das, was mit ihm passiert ist. Und das haben wir zum allerersten Mal jetzt, diese Aufnahmen hier. Und es sieht So haben aus helle wie Aufleuchten von von einem Superman. explodierenden Stern können aufnehmen. Superman, aber einer der Denn frühen durch die Teile. Supernova hat das Das Weltraumteleskop ist doch Kepler niemals echt. festgehalten. Schau dir das an. Die Bilder sind der Beweis. Zum allerersten Mal haben Astronomen das helle Aufleuchten von einem Und explodierenden Stern künstliche können aufnehmen. Hintergrund. Die sogenannte Supernova hat das Weltraumteleskop Kepler Das sind doch festgehalten. keine Aufnahmen, das ist doch eine Massives Animation. Resonanz QSN 2011D ist explodiert, weil er keinen Kernbrennstoff mehr gehabt hat und dann in sich zusammengefallen ist. Aber Oh, eine Sie wissen Supernova. sogar, warum er explodiert ist. Was man alles so im Licht erkennen kann, das ist unglaublich. Diese Astronomen. Wo leuchtet ein Stern noch etwa für 2 Wochen, bis er dann für Das ist immer doch nicht verlischt? echt. Um genau solche Supernovas zu verwischen, nimmt das NASA-Astronomenteam rund 50 Trillionen Sterne auf. Seit bald 3 Jahren sind sie damit beschäftigt, in dieser riesen Menge von Bildern eine Supernova zu finden. Ah, jetzt hat's Fündig sind sie geklappt. aber erst jetzt geworden. So ein Bullshit. Okay, ich wollte dir dieses Video zeigen hier. Bestimmt vom NASA Jet Propulsion Laboratory. Bis bald, ciao.